Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Scrap Mechanic und zwar im Rahmen eines Live-Let's Plays, sprich der Chat ist mit dabei und Plan für jetzt gerade habe ich mehr oder weniger alleine entschieden, aber ihr scheint da nichts gegen zu haben. Das wäre I8 Flügeltürmenplan, geil. Gut, beim I8, mit dem habe ich mich noch kaum auseinandergesetzt, ich weiß nicht wie die aussehen, ehrlich gesagt. Also Überlegung ist, ein Taxi zu bauen. Genau, ein Taxi. Und ich nehme zur Abwechslung mal nicht Holz zur Basis. So. Da sitze schon mal. Allzu viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Ich möchte trotzdem schon mal so eine grobe Basis zusammengebastelt haben. Ach, warte mal, jetzt ein Rechtslenker. Oder man baut einen McLaren F1, ne? Das ginge dann auch noch. Nee, komm, wir bauen jetzt erstmal ein Taxi. So. McLaren F1, ich bin sowieso, also, was Formen angeht, fürchte ich fast, wäre ich zu schlecht, um etwas zu bauen, was wirklich nach einem McLaren F1 aussieht. Auch wenn ich das Auto wirklich geil finde und gerne bauen würde. Wenn ich das von dir mache. Ach ja, komm. Das Ding habe ich im Moment sowieso nicht auf der Festplatte, so leid es mir tut. Nach der Vorstellung habe ich das wieder rausgenommen aus dem System. Genauso wie auch die meisten anderen Sachen, die ich vorgestellt habe. Wenn du mal schauen magst, hier unten sind noch ein, zwei Sachen, die ich vorgestellt habe. Ein, zwei Sachen, die ich vorstellen will. Aber die Sachen, die ich vorgestellt habe, die klicke ich danach wieder aus der Liste raus, weil die ist ja eh schon so ewig lang. Deswegen ist dein Fahrzeug jetzt gerade auch nicht drin. Ein Nicht-Holzmobil. Ja, tatsächlich, zur Abwechslung mal. So. Gucken vom Platz her, was wir da so machen können. Oder wisst ihr was? Wenn ich an so ein Checker-Taxi denke oder an die großen Mercedes-Modelle, die gerne mal durch die Gegend fahren, dann denke ich an etwas größere Fahrzeuge. Also mache ich jetzt einfach mal einen Block mehr Breite. Ein Block klingt jetzt nicht viel, aber es macht schon unheimlich was aus tatsächlich. Hast Angst, dass ich dir wieder alle deine Kreationen mit Technik toppe. Mit was für Technik denn? Dein Auto hat Sachen gemacht, die ich nicht verstanden habe. Das Fahrwerk ist irgendwie hochgegangen, hat sich irgendwie komisch gefaltet und ich konnte nicht mehr fahren. Und außerdem waren meine gesamten FPS weg. Ich habe dein Fahrzeug doch vorgestellt damals. Und nur mal so am Rande, ich habe in meinen Mailverteiler geguckt, ich habe eine Mail von dir bekommen. Das Ding wird kommen irgendwann. Das Ding wird kommen. Ich werde es mir auch ansehen, aber jetzt müsste ich halt erstmal die Mails aufrufen, das Ding rausziehen, mein Verzeichnis und so weiter und so fort. Das wird jetzt hier für den Stream zu weit führen. Und V1 habe ich auch nicht mehr im System, glaube ich. Das ist alles ein bisschen, da bräuchte ich ein bisschen Vorbereitung für. So. Da was wir hier schon mal so ein bisschen eine Grundform reinbekommen, mit der ich mir was vorstellen kann. Na, was war das denn? So, dann auch wenn ich in den Chat gucke. Ich habe ja immer noch ein Ziel und das heißt ein Taxi bauen. Ich glaube von der Breite her, wir machen mal eine schön lange Haube, oder? 4, 5, 6 und 7. So, ich mache jetzt hier bewusst einen mehr. Denn diesen Platz hier, diese 7 Felder brauche ich hinterher, damit das Rad ordentlich drehbar ist. Genau, einen habe ich da. 2, 3, 4, 5, 6. Sind doch schon 7, gell? Nö. War mir gerade nicht sicher, wo ich angefangen habe zu zählen. Ich das mal gerade so. Wenn ich jetzt hier die Aufhängung dran bringe, dann brauche ich einen Block fürs Federbein, dann zwei Blöcke für die Räder. Dann stehen die hier ein bisschen raus. Das heißt, dann kann ich hier so ein außenstehendes Radhaus machen. Das kommt, glaube ich, ganz gut. Das gleiche dann auch hinten, aber was so ein ordentliches Taxi ist, da braucht natürlich auch ein bisschen Platz. Und Platz bedeutet in diesem Fall weitere Sitze. Hier kriegen wir jetzt keinen mehr reingequetscht. Außer mit so einem Glitch, mit dem man die Sitze ein bisschen ineinander bekommt. Das habe ich zum Beispiel bei Quackerjacks Bus gesehen. Wie das geht, weiß ich allerdings ehrlich gesagt nicht. Deswegen lasse ich es jetzt auch erstmal. So, 1, 2, 3, 4, 5. Den Platz brauchen wir fürs Rad. Müsste so eigentlich hinkommen. Genau, so.
Sieht im Moment natürlich noch aus wie eine Betonbadewanne, soweit so klar. Aber es kommt ja alles noch, das kommt ja alles noch. Das ist von der Höhe hier. Okay, da kann ich... Ich glaube, da kann ich zwei hochgehen noch, oder? Geht das klar? Ah, es wird schon dünn. Nee, es... Ich glaube, dass es ein bisschen nach was aussieht. Aber einen höher, das geht klar. Das geht absolut klar. Gut, dann machen wir das so. Es ist eine verdammt große Haube, ne? Brauchen wir auf jeden Fall mehr Kofferraum, damit es nach was aussieht. Wenn ich mir das so ansehe, müsste ich das Ding fast noch breiter bauen. Dann vielleicht so eine Art, hier Ding, so ein Impala oder sowas draus machen, ne? So ein Riesenvieh. Ein Block breiter wird das Ganze noch, ne? Das wollen wir nicht vergessen. Hintere Rad, das lasse ich, glaube ich, sogar tatsächlich dort. Wollen wir uns dann später mal ansehen, wie das aussieht. Ach, das ist so ein Sprinter-Ding. So ein Transporter meinst du? Transporter-Taxi? Nee, ich hatte eigentlich eher sowas wie ein Checker-Taxi jetzt vor Augen. Ob ich das wirklich so hinbekomme, wie ich es mir vorstelle, das bezweifle ich, aber... Auf sowas in der Art hätte ich eigentlich durchaus Bock. Warte mal, ich drehe das mal gerade so. So. Zack, zack. Hier vorne auch noch. Mal gucken, ob wir damit schon mal so ein bisschen was wie eine Form hier reinbekommen. Nur mal so für den Anfang halt. Zack, zack, zack. Das wird eine halbe Limousine. Nee, das wird eine richtig ganze Limousine. Oder meinst du eine halbe Stretch-Limo? Ja gut, da gebe ich dir recht. Aber hey, kann man ja auch mal machen. Ist doch, spricht doch nichts gegen, oder? Fast alles zu... Ich lasse es erstmal so. Mal gucken, wo es hingeht. Erstmal sehen wir zu, dass wir hier eine fahrbare Basis bekommen. Apropos fahrbar, vom Fahrwerk her... Nee, ich werde jetzt mal nicht zu verrückt hier mit dem Fahrwerk. Oder? Ich könnte mir was vorstellen, was vielleicht funktionieren könnte. Und zwar, ihr kennt das doch, dass Federn auch dann funktionieren. Das ist ein bisschen vorgegriffen für euch im Stream. Das kommt eigentlich erst in der übernächsten Folge, aber nur, um es mal gerade ganz kurz gezeigt zu haben. Es gibt ja die Möglichkeit, Federn, oben fest zu verbinden, ohne Gelenk. Deren aber so viel Spiel geben von der Engine her, sowohl die Federn als auch die Bearings, dass man hier trotzdem so eine Verwindung hat. Auch wenn durch die Verwindung die Federn eigentlich so ein bisschen nach innen gedreht werden müssten. Und auf genau dieser Basis könnte ich mir hier ein Fahrwerk vorstellen. Das, durch diese, ich nenne es mal Verspannungen, trotz des hohen Gewichtes mit einer oder zwei Federn auskommen würde pro Rad. Hat hier wäre eine Leertaste für mich. Für Bay. So, okay. Weiter im Text. Ich habe gerade kurz mal in den Chat geschaut. Weiter geht's. Mach das hier nochmal auf. Soll denn dann der Kofferraum werden im Endeffekt? So, das war aber gerade so eine ganz grobe Form schon mal reinbekommen. Erstmal hier ein bisschen hoch. Und hier, Fahrzeug wirkt insgesamt noch ein bisschen flach. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht hier unten noch eine zusätzliche Kante anzubauen. Von der Dachhöhe her müssen wir mal schauen. Wie sieht das hier aus? Geht das klar? Ist mir fast zu hoch. Wenn ich mir das hier so ansehe, von der Größe her. Ich habe ja vorhin schon die Impala angesprochen, ne? Richtig gechopptes Dach. Kennt ihr den Voodoo aus GTA? So rein von der Art her. Zack. Dann bräuchte ich hier vorne vielleicht noch so ein bisschen... Was? Mich pranken und ohne Leertaste schreiben? Ich bin der Let's Player hier. Ich muss die ganze Zeit ohne Punkt und Komma reden, soweit es mir möglich ist. Wenn ihr jetzt auch noch damit anfangt, dann ist aber hier Ende Gelände, ne? Dann kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr klar. Ja, Schluss. Da brauche ich einen Bearing für. So, zum ersten.
Und zum zweiten. Und zack. Jetzt einfach mal so eine Kante dran. Ich weiß, man könnte auch mit richtigem Glas bauen. Das möchte ich aber eigentlich im Moment nicht. Der Controller. Der kommt jetzt erstmal. Ach komm, wir haben noch hier einen Zweierbreiter. Mach ich das mal so. Und wo da direkt schon mal das Radio drunter. Dann ist auch Quackerjack hinterher glücklich. Sieht aus wie Tarindors Fahrkartenautomat, ne? So, ich weiß nicht, wer da drüben bei den Kollegen schaut. Vielleicht weiß ja der eine oder andere, was ich meine. Zack. Stellen wir hier jetzt mal 45 Grad erstmal vor. Ah, das geht doch schon in eine gute Richtung, ne? Kann ich hier nochmal einen Block anbringen. Und hier genauso. Und hier vorne das Dach. Hier vorne die Dachkante. Ihr werdet lachen, ich finde das gerade gar nicht mal so schlecht. Oh, eine Schräge. Was denn für eine Schräge? Ach, diese Schräge hier. Kennt ihr noch Otto? Heute sehen wir uns an. Das Phänomen der Schräge. Dann nimmt er seine teure Vase. Ich nehme für die teure Vase einfach mal stellvertretend mal den großen Pott hier. So. Dann stellt er das Ding auf die Schräge und sagt das Phänomen der Schräge. Okay, schade. Hier in Scrap Mechanic funktioniert das nicht so wirklich. Das Ding hätte eigentlich komplett hier runterfallen sollen. Naja, was soll's. Ach ja, und warum heißt die Vase Vase? Wenn sie runterfällt, dann sagst du, clear das Vase. Wird echt nicht mehr besser. Also wenn ihr jetzt abschaltet, ich hätte Verständnis dafür. So. Jetzt auch noch ein bisschen Rundung reinbringen. Schauen wir mal. Von der Höhe her. Ich bin gerade gar nicht so sicher, wie ich das gerne hätte. Ich glaube, das, was ich hier mache, wird auf Dauer nicht gut aussehen. Das werde ich wahrscheinlich nochmal umbauen. Und nur, dass ich hier überhaupt mal was habe. So. Schalteisen sagt, wir haben noch ein bisschen was. Ah, ist zu schräg. Warte mal. So. Machen wir es direkt richtig. Hier irgendwo hätte ich jetzt ganz gerne ein Bearing. Bearing hatten wir schon in der Liste. Dann nehme ich direkt die Feder. So. Was mir noch fehlt, ist sowas hier. Jo, Radio brauchen wir auch selten mehr als eins, würde ich behaupten. Und hier unten dran. Ah, warte mal. Na, Bearing sollte bleiben, Entschuldigung. Stimmt das so oder stimmt so? Ich setze hier oben jetzt einen Block hin. Mit dem ganz einfachen Hintergrund, dass ich auf diese Weise um weitere Federn sehr viel einfacher erweitern kann. So. Controller brauchen wir jetzt erstmal vorerst hoffentlich auch nicht. Gut, wenn ich hier einen Block hinbaue, dann muss ich hier, wenn der sich verdreht und dann hoch und runter soll, dann muss ich ein bisschen mehr Platz machen, glaube ich, ne? Mach ich direkt mal. So, da ein Bearing dran. Von der Seite hier das gleiche Spiel. Ne, warte mal, es kommt dahin. So. Block. Feder. Block. Mein Block, meine Straße, mein... Ach, keine Ahnung. Räder brauchen wir natürlich noch. Da ist gutes Rad natürlich mal wieder teuer. Ja komm, ihr wusstet doch, dass der kommen würde, oder? Jetzt mal ehrlich. So, ein bisschen Deko baue ich hier schon mal rein. Ganz kleines bisschen. Und zwar diese Kanten, die ich hier gerade reingeschnitten, reingefressen habe, die gefallen mir gerade nicht. Das geht auf jeden Fall auch schöner. So. Obwohl, nee, hier hinten brauche ich, glaube ich, einen Platz zum Lenken. Ne? Das müssen wir gerade mal beobachten. Aber ich glaube, den Platz brauchen wir auf jeden Fall. Das würde also bedeuten, das hier mit dem Sitz verbinden, das da drüben mit dem Sitz verbinden. So, nehme ich gerade runter. Federn sind natürlich komplett eingedrückt sofort, klar. Aber ich will auch nur mal gerade sehen, hier vom Lenken her. Ja, das müsste gerade noch hingehen. Ich glaube, das geht klar. Gut, dann machen wir hinten weiter. Ich möchte ganz gerne schon mal die ersten Meterchen sehen.
Hier, warte mal. So. Hier habe ich normalerweise das Farbtool und das Weld-Tool. Ist ja eigentlich doof. Ne? Das Ding brauche ich doch gar nicht mehr. So. Stattdessen brauche ich die Federn. So, jetzt sind wir aber da. Dann zack. Ja, das gleiche Spiel. Block. Erst Baron-Kerge, dann Rad. Das soll schon geholfen haben. Roms. So, damit steht das Ding jetzt erstmal. Im Moment fährt es aber noch nirgendwo hin. Habt ihr recht. So. Da brauchen wir mal gerade noch... reiß hier vorne mal gerade ein kleines Lüftungsloch rein. So. Gut. Ein großes Lüftungsloch. Hoffentlich auch okay. Würde ich sagen, machen wir mal einen Front-Mittel-Motor. Er liegt ein bisschen hinter der Vorderachse. So. Ganz so schwer muss er nicht sein. Für die Probe muss er eigentlich nur... Komm, so. Mehr brauchen wir nicht. Ich mach erstmal Heckantrieb. So. Der läuft vorwärts. Der läuft jetzt auch vorwärts. Lenkung habe ich auch noch nicht umgedreht. Da muss ich mal gerade nachholen. Und der braucht ein bisschen... Wow. Bleibst du stehen. So. Ist jetzt vielleicht noch ein wenig träge, ne? Jede dieser Stufen verdoppelt das Drehmoment. Das heißt, ich habe es jetzt gerade vervierfacht. Und das allein an der Hinterachse. Aber damit fährt es auf jeden Fall schon mal. Da sind wir schon mal einen guten Schritt weiter. Komm, zurück, 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 zurück. Ich habe gerade nochmal einen kleinen Blick auf den Chat geworfen. Ihr unterhaltet euch gerade ein bisschen untereinander, gell? Kann das sein? Aber gut, von der Grundform her würde ich sagen, bin ich relativ zufrieden. Relativ. Also ich finde, der müsste eigentlich noch ein bisschen höher liegen und hier unten drunter noch eine Kante haben, denke ich mal. Müssen wir mal sehen. Das könnte man sich eigentlich auch mal gerade anschauen, ne? Sprich, ich hau hier unten jetzt gerade einfach mal noch einen zusätzlichen Block dran. Da kommt jetzt das Rad hin. Das ist ja schnell gemacht, ne? Einfach, dass wir die Proportionen schon mal so im Groben haben. Und der Richtung, in die es gehen soll. So. Ja, warte mal. So. Hier auf der Seite jetzt das gleiche Spiel. Da hätte ich gerade fast die Feder gelöscht. So. Das Ganze will jetzt natürlich auch mit dem Motor verbunden sein. Soweit so klar. Zack. So. Weg damit. Roms. Hat fast das von so einem halben Geländewagen, gell? Wie es aussieht. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Das, ich glaube, das hat was. Mach den zu einem Hintern, wenn man will, Lenker. Ich glaube, ich weiß tatsächlich, was du meinst, weil ich sowas nämlich kürzlich gebaut habe und das auch demnächst zu sehen sein wird. Ja, weiß ich nicht. Bei so einem Auto hier die Hinterachse mitlenken lassen... Weiß ich nicht. Aber ich glaube, höher gelegt sieht er besser aus, oder? Höher gelegt ist er besser. Müsste ich eigentlich hier unten jetzt noch eine zusätzliche Kante dran machen. Irgendwie sowas hier in der Art. Die dann vom Rest des Fahrzeuges so ein bisschen abheben optisch. Irgendwie sowas hier. Geht doch klar, oder? Und ich meine, hier im Bereich der Kotflügel werden wir sowieso noch eine Nummer breiter. Brauchen wir ja eh noch ein bisschen zusätzliche Abdeckung. Nur schon mal ganz grob. Sowas in der Art hier. Ich glaube, der Karren könnte echt was werden. So, kann ich hier schon runtergehen oder ist es noch zu früh? Das geht klar. Gut. Ja, das mit dem Hecklenker. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. In der nächsten Folge. Denn ein bisschen Zeit haben wir noch. Eine zweite nehme ich ja noch auf. So, ich mach das jetzt mal gerade schon mal. Warte mal, so. Dass wir schon mal alles hier so ein bisschen einheitlich haben. Den könnte ich auch kürzer machen. Ich lasse es jetzt so.
Wirkt dann vielleicht ein bisschen einheitlicher, mal gucken. Ändern kann man es immer noch im Zweifel. Für den Moment lasse ich es einfach mal so. Könnte man dann auch hier irgendwie so weiterführen, hier hinten dann um die Kurve rum oder irgendwie sowas in der Art, ne? Geht das so klar? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Lass uns einfach mal so stehen. Gut, 20 Minuten sind auf jeden Fall rum. Mir geht ein bisschen die Zeit flöten. Da würde ich also sagen an dieser Stelle, die Federn sind komplett eingedrückt. Die Federn sind komplett eingedrückt, das stimmt. Das soll so eigentlich nicht sein, aber wir haben ja schon die Vorbereitung, um weitere Federn mit da reinzubauen. Das kommt ja alles noch. Gut, also dann, für die aufgenommene Folge sage ich jetzt also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ciao, euer Kerger.